Vor der Reaktion haben wir Magnesium, ein Metall, das biegsam und glänzend ist. Entzünden wir dieses Metall, so kommt es zu einer Reaktion. Nach der Reaktion liegt ein anderer Stoff vor. Es ist nicht mehr das Magnesium, das wir vorher hatten. Es ist jetzt spröde und eher matt. Was ist passiert und wie können wir das aufschreiben? Eine Reaktionsgleichung erstellen wir, indem wir aufschreiben, was vor einer Reaktion vorliegt und das, was nach einer Reaktion vorliegt. Vor der Reaktion haben wir die Edukte, nach der Reaktion die Produkte. In diesem Fall hatten wir vor der Reaktion als Edukt Magnesium und den Sauerstoff aus der Luft. Dann kam es zur Reaktion, das Verbrennen des Magnesiums. Das Magnesium hat mit dem Sauerstoff zu Magnesiumoxid reagiert. Oder anders gesagt, der Pfeil beschreibt die Reaktion, in diesem Fall das Verbrennen. Und vor den Pfeil kommen alle Stoffe, die wir in die Reaktion hineingeben. Nach dem Pfeil kommen alle Stoffe, die wir aus dieser Reaktion gewinnen.